Ja, danke Lina erstmal. Genau, also hallo an alle. Ich bin Melissa von Plantura, der digitalen Gartenmarke. Und Lina hat das ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, und das werde ich jetzt nochmal aufgreifen und schon mal vorausschicken dem Vortrag, wie dieser Dünger vielleicht die Lösung sein kann, um Geld zu verdienen mit Online-Content, aber eben dazu mehr gleich. Ja, fangen wir vorne an. Also genau, Plantura, eine digitale Gartenmarke. Und bevor ich Vorträge wie diese halte, dann fragen die Leute sich immer so, boah, Garten, das ist schon ziemlich Nische, ne? Und wenn man aber mal ganz ehrlich ist, dann ist das gar nicht so. Und ich würde gerne mal in die Runde fragen, wer gärtnert denn hier? Balkon, Terrasse, Fensterbrett, zählt auch alles. Hände hoch. Ula, ja, okay. Ja, das ist doch durchaus auch sehr repräsentativ. Denn wenn man sich mal anschaut, dann verbringen die Deutschen im Schnitt am längsten mit allen Freizeitaktivitäten Zeit in ihrem Garten mit dem Gärtnern, ja. Der Gärtner ist aber nicht nur ja, analog unterwegs in seinem Garten, sondern auch vermehrt digital. Und das zeigt diese Grafik hier ganz schön. Hier sehen wir die Google-Suchvolumina in Blau von Garten, in Rot von Mode und in Gelb von Kochen. Und was wir hier sehen können, sind drei ganz interessante Sachen. Zum einen natürlich schön hier die Saisonalität vom Gartenbereich, das ist ja ganz klar. Wir sehen, dass das Suchvolumen für Garten seit den letzten Jahren stetig steigt. Und was wir auch sehen, ist, dass in der Saison in den letzten Jahren das Suchvolumen für Garten sogar höher war als das für Mode. Das heißt, man muss hier sehen, hier ist ein riesiges Wissensbedürfnis der Leute und das ist natürlich super spannend, dann auch zu gucken, wie wird das denn eigentlich befriedigt online. Genau. Viele von Ihnen wissen ja wahrscheinlich, dass die Landlust eine der reichweitenstärksten Kaufzeitschriften in Deutschland ist. Wenn man dann aber zum Beispiel mal auf die Facebook-Seite von der Landlust gehen will, wird man leider bitter enttäuscht, denn die gibt es nicht. Und auch andere Printmagazine tun eigentlich eher ihren Print-Content in digitalen Content einfach ummünzen, ohne sich dabei neu zu empfinden, ohne neue Wege zu gehen, ohne neue Dinge auszuprobieren. Ja? Und das führt dann dazu, dass eigentlich ja, kein richtiger nutzerorientierter Content zur Verfügung steht und dass dann kleine Hobbyseiten, wie man sie hier sehen kann, die Heilkräuterseiten zum Beispiel, einen immensen Traffic abfischen können mit eigentlich relativ qualitativ mangelhaftem Content. Ja? Wenn man sich die Lage mal so anguckt, dann kann das ja eigentlich nicht so sein. Ja? Und da muss man ja was anders machen. Und das machen wir eben bei Plantura. Genau. Also auf den ersten Blick ist Plantura ein digitales Gartenmagazin, ja, was versucht, die Vielfalt im Gartenbereich, die ganzen Themen, die es da halt gibt, mit qualitativ hochwertigem Content zu füllen, wie zum Beispiel hier, dass man eine Ananas super regrown, also nachwachsen lassen kann. Wir machen aber Dinge deutlich auch anders, und zum einen, das ist die Monetarisierung, darauf gehe ich später gleich nochmal ein, und eben auch ja, unser redaktionelles Vorgehen. Das Zauberwort bei uns lautet datengetriebener Ansatz. Was heißt das? Das heißt, dass wir bei der Identifizierung von Themen und bei der Herstellung unseres Contents eben nicht auf unser Bauchgefühl setzen, sondern auf solide Datengrundlagen. Und ein gutes Beispiel dafür ist Crawling. Was machen wir? Wir crawlen zum Beispiel Foren und Social Media Kanäle. Hier sehen wir ein Beispiel, eine Auswertung aus einem Gartenforum. Die Rohdaten werden dann kategorisiert und nach Interaktionsgrad sortiert und somit können wir vielversprechende Themenkomplexe identifizieren. Was heißt das jetzt konkret? Dass hier die Tomaten eine extrem hohe, ja, Nachfrage hatten, dass sie das Top-Thema in diesem Gartenforum waren, das hat uns jetzt nicht wirklich überrascht. Das ist eigentlich klar, dass der deutsche Hobbygärtner seine Tomaten über alles liebt. Aber dass Wassermelonen tatsächlich, die jetzt eigentlich nicht so klimatisch hier beheimatet sind, als meist nachgefragtes Thema in diesem Gartenforum waren, das ist ja das Interessante. Und wenn man das weiß, kann man dazu qualitativ hochwertigen Content erstellen, der wiederum wichtig ist für die Leute, weil die ihn ja letzten Endes eigentlich ha haben wollen, nachfragen wollen. Und genau das machen wir. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu einem unserer großen Learnings, die wir hier in den 6 Monaten im Media Lab hatten. Und das ist, den Nutzer in den Fokus setzen. Ist ja eigentlich schon irgendwie ein bisschen, ja, interessant, dass eigentlich alle Wirtschaftszweige relativ nachfrageorientiert handeln und der Journalismus das oft nicht tut. Und wir denken, dass es ein absolut wichtiges Kriterium ist, um erfolgreich in der Zukunft zu sein, den Nutzer oder den Leser für voll zu nehmen, ihn zu kennen und seine Bedürfnisse auch in den Mittelpunkt seines Arbeitens zu stellen. Und eben Datenanalysen und ein datengetriebenes Vorgehen ermöglicht einen, gibt einem sozusagen das Handwerkszeug, das jetzt auch gut zu tun. Ein anderes Learning, was wir hier hatten, sind, okay, alternative Monetarisierungsstrategien wagen. Ja? Also das funktioniert ja einfach alles nicht mit Paid Content, oft nicht so leicht, wie man sich das wünschen würde. Und da müssen einfach auch neue Wege beschritten werden. Wie wir uns monetarisieren, dazu komme ich jetzt auch gleich in den Meilenstein.
Ja, einer der größten Meilensteine, die wir in den letzten 6 Monaten erreicht haben, ist definitiv unsere Reichweite auf Plantura.garden. Wir sind gegründet worden März 2017 und haben im letzten Monat 500.000 Seitenaufrufe erreicht. Das ist ungefähr so, Pi mal Daumen, als ob ganz Frankfurt einmal im Monat bei uns auf der Seite schmökert. Unser erfolgreichster Social-Media-Kanal ist mit Abstand Pinterest, wo wir 1,5 Millionen Impressions im letzten Monat hatten. Ja? Und das hört auch hier noch nicht auf. Die Zahlen gehen, wie man hier schon sehen soll, sollen weiter nach oben gehen, steil nach oben. Weitere Meilensteine der letzten Monate waren, dass wir eben unseren ersten großen Werbekooperationspartner geclosed haben. Das heißt, dass die Produkte dieses Werbepartners in und bei uns auf der Webseite integriert sind. Das heißt, in Bild, in Videos und auch mit direkten Produktlinks, was eben einen Weg unserer Monetarisierung darstellt. Ja, und um zum Anfang des Vortrags zu kommen und diesem 1,5 Kilo schweren Dünger, ist, dass wir die erste Plantura-Eigenmarke rausgebracht haben. Das heißt, 5 tierfreie und biozertifizierte Dünger, die ab nächster Woche auf Amazon erworben werden können und eben auch bei uns in den Content auf der Webseite eingebunden sind. Und ja, ganz nebenbei haben Felix und ich auch noch im letzten halben Jahr ein Buch geschrieben für den Ulmer Verlag über das Nachwachsenlassen von Gemüseresten, was auch im August im Handel sein wird. Und ein persönliches Highlight für mich ist natürlich auch, dass unser Team innerhalb der letzten Zeit auf 15 schon angewachsen ist. Ich nenne uns immer liebevoll die Planturaner. und dass natürlich noch mehr Leute werden. Zur Roadmap, was nehmen wir uns für die nächsten 6 bis 12 Monate vor? Zum einen wollen wir mit den gesamten Kanälen die 10 Millionen Reichweite knacken. Wir wollen weitere Werbepartnerschaften im Gartenbereich closen und natürlich auch die Produkte erweitern. Warum nur auf Dünger setzen? Man kann ja auch Pflanzenschutz, Substrate, da gibt es sehr viele interessante Produktkategorien. Und natürlich auch, was auf Deutsch funktioniert, wieso sollte das nicht auf Englisch, Spanisch, Französisch, vielleicht auch Chinesisch funktionieren? Und deswegen denken wir auch an, im Winter dann eine Finanzierungsrunde zu machen, eben für die Internationalisierung von Plantura. So, jetzt sind wir auch schon am Ende fast. Selbst die, glaube ich, keinen sonderlich grünen Daumen haben, werden mir wahrscheinlich sagen können, was für eine Pflanze das ist. Kann mal jemand? Bambus, sehr gut, genau. Bambus zählt zu den schnellst wachsenden Pflanzen auf der Welt und ist auch extrem robust und deswegen auch für uns immer eine schöne Analogie zu Plantura. Und wenn Sie dabei sein wollen, wie etwas schnell und robust wächst, dann kommen Sie gerne später auf uns zu. Egal, ob es um den datengetriebenen Ansatz geht, die alternativen Monetarisierungsstrategien oder eben auch die Finanzierungsrunde. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich noch zu sagen, danke für die Aufmerksamkeit und hoffentlich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Thank you.